Herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Straße bei Miro. Wir nennen es mal so. Jetzt. Ja, ist schon ein bisschen etwas länger her, dass hier jetzt ein Video kam von der Map. Für die Map. Wie auch immer. Ich wollte ja letzte Woche Freitag, glaube ich, streamen. Ja, das hat nicht so gut hingehauen mal wieder. Ich bin immer noch dabei dran, das zu beheben. Am Dienstag habe ich was versucht, das hat nicht wirklich hingehauen. Und ja, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich bin hier auf Feld 16 unterwegs. Nee, Feld 27 unterwegs. Und bin hier am Hafer dreschen. Als Auftrag. Können wir uns gleich nochmal angucken, den Auftrag. Ein bisschen was ist schon geschafft worden oder habe ich schon gemacht. Vorgewände habe ich schon fertig und ja, die ein oder andere Bahn habe ich hier schon gezogen, aber noch nicht wirklich viel. Ne, ich bin hier auf Feld 27 unterwegs, ihr seht. Also, ne, Vorgewände und hier so ein bisschen, ne, und ihr seht, was ich noch vorhab, ne. Ne, also fliegt es jetzt eine andere? Achso, nee. Ach nee, ich bin eben ein bisschen falsch gewesen. Nee, ich war gerade einmal kurz verwirrt. Nee, ja. Wie gesagt, ich bin hier auftragsmäßig unterwegs. Hier, Feld 27, kriegen wir 27.000. Nimmt man mit, gerne doch, ne? Und ich glaube, einmal habe ich schon abgeliefert. Ja, einmal habe ich, glaube ich, schon abgeliefert gehabt. Habe jetzt beide Gespanne hier am Feld stehen. Ich sag mal, es geht relativ zügig hier mit den HW80-Anhängern. Gehen 15.000 rein. Ist jetzt nicht so, oder 15.200 sogar, ist jetzt nicht so viel, ne? Aber ich sag mal, hierfür reicht es. Außerdem, wie gesagt, ich wollte die Anhänger es ja gerne mal mit drin haben, ne? So, vorne ist halt der, Klaas, der Axion mit dem zweiten Gespann. Sieht auch nicht so schlecht aus davor. Ne? Und ja. Wie gesagt, ich schaue, dass ich das mit den Internets. Ich weiß nicht echt nicht, woran es liegt. Falls von euch da jemand mal eine Idee hat, woran das eventuell liegen könnte. Kann er gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich habe da gestern, oder was heißt gestern, also für mich ist es gestern, für euch ist es Dienstag gewesen, was ausprobiert, mit Hilfe von Vodafone, wobei ich das mehr selbst gemacht habe, mit so einem, ja, Hilfeassistenten oder sowas, aber der hat eigentlich mir nichts anderes vorgeschlagen als das, was ich sowieso schon gemacht habe. Ja. Ist nicht wirklich besser geworden. Ne? Also, wie gesagt, Problem ist, sobald ich streamen will oder auch was hochladen will oder auch was runterladen will, Update oder sowas, geht die Internets in die Brüche. Wie gesagt, dann war das mal kurzzeitig gut und dann war wieder weg und ach, hast du nicht gesehen. Wie gesagt, alles eingegeben, muss man auch so ein bisschen eingeben und sowas alles und dann, ja, wie gesagt, hat mir genau dasselbe vorgeschlagen oder sollte ich genau dasselbe machen, wie ich es sowieso schon gemacht habe. Aber, ja, im Endeffekt
ist da nicht wirklich was besser geworden. Ne? So, ich denke mal, das wird hier auch noch eine kleine Nachtarbeit werden. Oh, das passt ja mal wieder wunderbar, ne? Wie gesagt, ohne GPS, ne? Wie gesagt, wir brauchen den GPS. Ne, ne, Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken. Also heute, das Video kommt Donnerstag raus. Heute kommt auf jeden Fall, wenn es alles klappen sollte, mal wieder auf jeden Fall kein Livestream. Da ich noch unterwegs bin abends. Bisschen mit Kumpels. Bisschen essen gehen. Bisschen eintrinken gehen. So ein bisschen, so eventuell so ein bisschen. Und ja. Mal schauen. Ich wollte ansonsten auf jeden Fall, denke ich mal, hoffe ich zumindest, Freitagabend streamen eventuell und am Wochenende halt auch wieder. Wie gesagt, versprechen tue ich nichts, ne? Ihr wisst, das mache ich nicht mehr. Da habe ich mich schon ein, zwei Mal ein bisschen mit auf dem, ja, Popo gesetzt, wenn ich was angekündigt habe und ja, es ging halt nicht. So was mache ich nicht mehr, ne? Finde ich mir ein bisschen schade für die Leute, die sich denn darauf verlassen, beziehungsweise das Angekündigte halt denn, wie gesagt, nicht hinhaut. Wie gesagt, das ist zwar ein bisschen schade gewesen, ich glaube letzte Woche Freitag war das, wo ich streamen wollte und das nicht hingehauen hatte. Ja. Was hatte ich gemacht? Ich hatte, oder ich wollte im Livestream, habe ich ja nun auch schon fertig gemacht gehabt. Hier, das Feld habe ich fertig gedroschen. Das Feld hier habe ich fertig gedroschen. Ne? Und wie gesagt, jetzt bin ich hier beim Auftrag bei. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Auch wegen den ganzen Videos, auch wegen Bausimulator und so. Zwecks aufnehmen. Ob ich vielleicht doch ein, zwei Videos mehr am Tag zeige. Vielleicht eins Bausimulator und eins LS. Ne? Ist zwar für mich ein bisschen mehr Stress, sag ich mal, ne? Aber ich sag mal, das ist positiver Stress. So ein bisschen. Und macht mir halt auch ein bisschen mehr Spaß als andere Sachen. Aber ich muss mal schauen, ne? Ich muss mich da auch erstmal ein bisschen wieder so ein bisschen, ja, reinfinden, dass ich mehrere Sachen aufnehmen tun. Also sozusagen vorproduziere. Damit ich das in Ruhe alles bearbeiten kann, hochladen und wie gesagt, gerade jetzt, wo das mit dem Hochladen und das alles nicht so wirklich hinhaut, ist das alles ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall denn, ja, ich muss mal gucken, wie weit ich hier überhaupt komme oder wie weit ich überhaupt mache. Werden wir auf jeden Fall denn nachher anfangen mit Strohpressen noch. Dann muss ich zusehen, dann muss ich die ersten Felder auch schon wieder bestellen. Ne? Auf den einen oder anderen wollte ich ja Raps drillen. Das muss ich ja dann, oder sollte dann bis Ende September auf jeden Fall fertig sein. Die Flächen, wo der Raps rein soll. Es heißt ja nochmal kalken überall. Vielleicht werden wir hier auch schon erst einen Satz Gülleverschlauchung haben. Ich muss mal gucken, wie ich da, wie das läuft nochmal so ein bisschen. Weil da brauche ich ja auch ein, zwei Sachen.
Ich will aber auch nicht ganz so viel machen, da wir ja für die Karte auch schon, ich glaube, bald schon irgendwann nochmal ein Update bekommen. Muss man gucken, ne? Dann würde ich den Spiel schon ungefähr wieder so herstellen, wie wir den hatten. Auf jeden Fall, je nachdem, wie weit man ist, ne? Wie gesagt, so weit oder so viel wollte ich dann auch nicht machen, bis das Update draußen ist. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Man spielt und macht und tut und ist schon ganz schön weit. Dann kommt das Update, dann brauchst du wieder einen neuen Spielstand. Ne? Und ja. Ist nicht schön. Ist zwar schön, dass man dass ein Update kommt, aber ja, immer dieses neue Spielstand angefangen. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks, ne? Alles andere ist ja nicht so schlimm, aber dieses neue Spielstand angefangen immer. Katastrophe, Katastrophe, sage ich euch. Also für mich, also ich finde es immer ganz schlimm. Natürlich, wenn die Karte natürlich noch ein paar Fehler hat, die beim Testen und so jetzt nicht sofort aufgefallen sind oder beim Testen untergegangen sind, dass dann nachher erst nach der Veröffentlichung ja mitkriegt oder sieht oder hört denn als Feedback oder sowas. Dann ist das immer ein bisschen, ja. Ist auch immer so die Sache, wie lange braucht das Update für, ne? Wenn das jetzt erst in 3, 4 Wochen kommt oder so, da hat man ja doch schon wieder einiges geschafft. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, ne? Ja, jetzt klappt das nicht da mit der Breite. Ja, das hier werde ich wieder. Das Gute ist ja, es kommt nicht allzu viel zusammen hier. Geht das geht's doch relativ zügig, weil ich nicht so oft abbunkern muss, ne? Und ja. Stroh haben wir auch mehr und mehr als genug. Ich habe 3 Felder. Na gut, 2 davon sind nicht besonders groß. Da kommt nicht so viel runter. Vom größten Feld ist es ja hier Feld 16 bei mir. Kommt ein bisschen mehr was runter. Hier sind 3 Bahnen und hier sind vielleicht 4 oder 5 Bahnen. Ja, ist aber auch nicht die Masse. Kann ich den 820er noch mal nach vorne noch ein Stückchen vorfahren und den Klaas kann ich da auch noch mal ein Stückchen vorfahren. Also spätestens bis 27., 28. Oktober muss ich das mit dem Internet oder woran es, wie gesagt, auch immer liegt, irgendwie geregelt haben. Weil da kommt nachher auch das neue COD raus. Und das will ich ja unbedingt
da will ich mit euch unbedingt ja loslegen. Ich muss mal gucken, bei dem COD, bei dem neuen, was denn am 27. rauskommt. Muss ich mal gucken. Ich habe es mir ja vorbestellt gehabt. Und ich kann die Kampagne schon eine Woche vorher spielen. Oder weil ich digital vorbestellt habe, ne? Für alle, die die digital vorbestellt haben, können das denn Kampagne eine Woche vorher schon spielen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil das ist ein bisschen doof, da habe ich nämlich Spätschicht. Ob ich dann immer so ein bisschen Videos mache oder ob ich damit warte, halt, bis dann wieder den Stream machen. Weil ich wollte da ja auch so einen 12-Stunden-Stream machen, wenn es geht, wenn ich es hinkriege. Und, ne, hätte ich echt Bock drauf, dann mal wieder erst die Kampagne mit euch durchzuzocken und dann vielleicht noch ein bisschen Multiplayer oder sowas. Oder halt auch was anderes, nicht nur COD, aber dann halt zum größten Teil so COD. So, ne? Da bin ich mir noch unsicher oder unschlüssig. Wie gesagt, das muss erstmal hier mit dem Internet hinhauen. Ansonsten wird das sowieso all nix. Guti, wir sind hier schon wieder ein bisschen über die Zeit, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Ihr seid erstmal soweit auf den, ja, ich sag mal, neuesten Stand. Ne, wie es bei mir aussieht, zwecks Internet und Stream und schieß mich tot, ne? Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.